im Wald im Odental. Schön, einsam, idyllisch, klare Luft, keine Autobahn. Auch mal schön. Herzlich willkommen, total recht herzlich bei Cobra 11, die Autobahnpolizei, wo Erdogan Atalay als Seemir Gerkan den Hauptkommissar macht, seit 1996. Und jetzt, 2019, die große Veränderung, die erste Welt. Hier was wir heute schon mal uns zu. Die drehen aber gerade. Ich hatte gestern, und der hängt woanders, nämlich Nils Körwin. Nils Körwin, KTU, das Gründungsmitglied von diesem Stammtisch, das Gründungsmitglied bei Facebook Cobra 11 World Community. Ja, auch ein Gründungsmitglied. Natürlich ist Erdogan Atalay auch ein Gründungsmitglied, aber er hat ein bisschen viel zu tun, er war im Urlaub. Und die Fangemeinde Anita W. und Maya Eisholz sind auch die Gründungsmitglieder. Mein Name ist der Administrator, der Moderator und ich bin auch der Moderator AWR Movie hier beim Sondersender Ultra D Web TV. Ultra D Web TV Sondersender NRW. Ja, ich bin euer Moderator hier für den Club, Fanclub. Die Fensterscheibe, darum geht es nämlich hier jetzt in diesem Videoclip. Die große Fensterscheibe, 3 Meter mal 3 Meter, ist jetzt natürlich sehr euphorisch bekleidet worden mit sehr vielen Fotografen, die da blitzen. Und in der Mitte steht dann da, dass wir eine Art Fanclub sind. Wir sind natürlich Fan von Action Concept, der das Herr Joa Herrmann, Joa, der das mal ins Leben gerufen hat, ist eine wunderbare Firma, die autark ist, die frei ist und für RTL und für andere produziert. Natürlich ist da 100% Adrenalin, ne? Da fliegen die Autos ja nur so durch die Gegend, ne? So, bumm, ne? Das ist auch ein ziemlich schnelles Ding hier, ist nur kein echter Cobra, soll aber Cobra 11 darstellen. So. Worüber können wir sprechen? Wir können sprechen, dass Seemir 1996 in der dritten Episode erschien mit einem Hund, genannt Mr. Bond. Korrekt, Mr. Bond. Die Frage lautet, wo ist eigentlich Mr. Bond geblieben? Wenn man Cobra 11 so anschaut, wie meiner einer Cobra 11 anschaut, oder überhaupt RTL seit 1988 schaut, und vor allen Dingen Action Concept. Action Concept mit der Arbeit. Ich liebe die Arbeit, ich schaue sie mir an. Das ist eine Firma, wie das hier eine Firma ist, und wenn man Firmen ist, ist man kein Fan, sondern bewundert, dass die so arbeiten. Wenn man gutes Geld hat, kann man natürlich selber Stunts da filmen. Also wer von euch Geld über hat, kann da mal so einen richtig schönen Stuntfilm drehen für sich und archivieren oder veröffentlichen, je nachdem. Wir leben im Zeitalter des digitalen Fernsehens. Bei YouTube, das hier ist auch ein YouTube-Kanal, aber ihr habt schon gemerkt, ich mache es meistens nur aus Spaß und Dauerei, weil auch ich, wie gesagt, eine Firma habe und als Firma nicht bei YouTube, sondern unter Vertrag stehe bei GAFA. Ich stehe unter, ja, GAFA. Google hat mich auch angerufen, wollen hier 3D aufnehmen, weil auch die begeistert sind hier von, ja, sind halt begeistert. Ist klar, ich soll ja auch zahlen, dann ist jeder begeistert. Also, sobald ich zahle, sind alle begeistert. So wie ich bezahle ja immer noch für Fernsehen, ich bezahle ja für Cobra 11, ich bezahle für Action Concept, ich bezahle auch für den Fanclub. Somit sind alle begeistert, solange man zahlt. Ja, so ist das nun mal. So, aber warum sind wir auch Fans von Erdogan Atalay? Weil Erdogan Atalay seit über 20 Jahren die Arche betreut in Köln Ehrenfeld, über 20 Jahre. Und deswegen haben wir dieses jetzt in den Adelstand gehoben hier, diesen Fanclub. Wir sind nicht offiziell, um Gottes Willen. Aus Sicherheitsgründen wurde RTL informiert, die Geschäftsleitung. Aus Sicherheitsgründen wurde auch Herr Hermann Joa, Action Concept, informiert, dass wir ab September hier so eine Art Fanclub haben mit Insidern und ehemaligen, weil ja hier nun mal jeder Kunde werden kann, hypothetisch. Hypothetisch kann der ganze Planet hier Kunde werden, alle die hier leben können hier Kunde werden, weil jeder braucht irgendwie eine Kopie von irgendetwas oder ein Bildnis von etwas oder hier Fankarten, Visitenkarten, Ausdrucke, Plakate, irgendetwas braucht man ja immer für irgendetwas.
Ihr wisst auch, dass da hinten auch noch der Star Wars Club besteht, da hinten in der Ecke. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Der Star Wars Club besteht, aber an sich ist das hier ein Medienhaus. Wir sind für Film. Wir haben einen Filmclub. Wir gehören dem BDFA an. Wir sind Filmautoren. Ich schreibe gerade aus Spaß. Aus Spaß schreibe ich Action auf der Autobahn oder auf der Autobahn ist die Hölle los. Angelehnt aus den Filmen der 70er, 80er, Bandit und so. Burt Reynolds, der da unterwegs war, sondern aber in Deutsch halt. Und mit Action-Konzept könnte man das sicherlich, mit RTL könnte man das auch, wenn die Herrschaften da Interesse für hätten. Aber jetzt bleiben wir bei Cobra 11, bei dieser Fangruppe hier, wo die Gründungsmitglieder Nils Kerwin als Helmut Freund, Erdogan Atalay als Semir Gerkan. Gut, jetzt haben wir ihn auch ausgezeichnet. Wir haben ihm einen Oscar überreicht und da ist mir heute aufgefallen, dass, wenn man so spricht, Gerkan, aus Versehen das A vor das H kam, anstatt K-H-A. Und, möge mir verziehen werden, ich habe es durchgehen lassen, ist mir zu spät aufgefallen, weil die Post nebenan die Pakete nicht annehmen konnten, wurde das ziemlich schnell verpackt und wurde dann im Rhein-Ruhr-Zentrum, wo der Clown gedreht wurde, genau an der Stelle wurde das Paket auf den Weg gebracht zu Händen von Erdogan Atalay als Semir Gerkan, Hauptkommissar bei der Autobahnpolizei. Ja, Cobra 11 ist an sich ziemlich schnell geschnitten. Jeder kann da irgendeine Story reinschreiben. Er schreibt rein, wie die Autos fliegen sollen, rechts rum, links rum, geradeaus. Herr Joa wird das dann irgendwie auf den Weg bringen. Hier, Jungs, macht das mal. Na, also die Techniker werden dieses Auto dann sicherlich durch die Gegend fliegen lassen. So, ich denke mir die Sendung noch aus. Also hier, wie gesagt, ist der reale analoge Stammtisch, wo wir uns wirklich über Cobra 11 unterhalten. Wir bekommen auch sehr oft Besuch von Fans. Und das macht tierisch viel Spaß, hier in diesem sogenannten Filmfan-Club für Cobra 11 zu sinnen, zu sprechen. Ich habe also, wie gesagt, sehr oft mit Nils gesprochen, was man alles noch so machen kann. Nur Nils muss ja nochmal arbeiten, ist ja nochmal angestellt bei Action Concept, um Helmut Freund darzustellen und so darzustellen, wie die Dramaturgie das wünscht. So, Helmut Freund ist natürlich derjenige welche, der alles aufklären kann und der über die Autos reden kann, ob das Mord war oder nicht Mord war, wo was oder wo was nicht defekt war, wie das alles geschehen ist, was da geschehen war oder ist oder kommen wird. So, kommen wird bedeutet, dass wir jetzt hier an diesem Stammtisch ganz neu werden, am 12. September 2019. So, wir haben natürlich auch eine Gratulationskarte an Semir Gerkan geschickt zu seinem 50-Jährigen. Im Film wird er natürlich 50. Am 22. September aber wird Erdogan Atalay 53. So, somit haben wir ihm da auch noch ein Geschenk zukommen lassen. Also er hat einen Oscar bekommen, wo außersehen das A vor das H anstatt K-H-A ein. Okay, durch die Lautstärke am Telefon gesagt, er heißt Semir Gerkan. Gerkan. So, irgendwie hat der das A dann vor das H gehauen. Aber auch egal. Möge uns verziehen, wir können das Ganze ja nochmal herstellen, ist überhaupt kein Thema. Wir können auch, wie gesagt, wenn mal Zeit ist, Köln ist ja nicht weit, hier kurz an der A40 zweimal abbiegen, ist man ja hier. Und wenn man das Schaufenster sieht, weiß man, aha, das ist der Fanclub. Der ist ja riesengroß. Ne? Riesige 1,50 Meter große Leute, die da fotografieren, es blitzt überall. Also man schaut schon hin. So, wie gesagt, das ist der Videoclip über den Start im September, Cobra 11, die Autobahnpolizei. So, ich bin wie gesagt zurückgesprungen im Jahr 96, habe mir alles angesehen, ich habe mir auch die Stunt-Sachen angesehen, um nochmal hineinzugehen, World of Stunts. Wie gesagt, wenn man zwischendurch dabei war, man sieht ja, wie es gemacht wird, man sieht ja, wie die längste Rampe da gebaut wurde. Wenn man gesehen hat, damals, vor 40 Jahren, wo Herr Joa angefangen hat, wo er erfreut war, dass er endlich das Sprungbrett bekommen hat mit der Pneumatik, wo man draufspringt und dann abhebt und dann natürlich auch die Seitenstangen bekommen hat, wo die Autos so eine Spezialrampe war das, wie die Autos dann, die Autos fahren dann auf diese Rampe zu und dann
Na, geht das ja so ab hier. Ne? So. So gehen die Autos ab da. Das ist das Schöne, dass das Plastik ist und dazu schön leicht ist. Ne? Ja, das ist Cobra 11, das ist Fieber, das ist Adrenalin. So, meine lieben Freunde, wenn ich hier das Auto schon springen lasse, hier ne, mit Sprengstoff. Oh ja, das wird unser Maskottchen, ja, das Auto. Ich habe da noch ein Auto, aber das passt irgendwie nicht so. Das Auto habe ich noch nie gesehen bei Cobra 11, weil meistens haben sie die etwas älteren Autos. Den hier könnte man ja jetzt so als Cobra 11 Auto. Und dann kommen wir auch zum Thema, leider gibt es keine Actionfiguren von Cobra 11 Darstellern. Müsste ich selber machen lassen. Ich habe die Jungs schon angerufen, ob die so 3D-Köpfe 1:6 machen könnten. Und die könnte man ja dann auf irgendwelchen Torsen von Barbie-Puppen oder so draufpacken und daraus eine Actionfigur machen. Wenn einer das jetzt gesehen hat und sagt, ey, das kann ich doch, ich habe einen 3D-Drucker. Ja, dann mach es doch. Also Jungs, Mädels, wenn ihr 3D-Drucker oder irgendwelche Fähigkeiten habt, die Köpfe von Erdogan oder den Kopf von Nils oder die Köpfe von allen Darstellern herzustellen, dann macht es bitte, meldet euch bei mir. Ich nehme die sicherlich ab, macht daraus richtige Figuren oder ihr bietet halt solche Figuren an, sagt uns Bescheid. Yo, wir sind die Firma, die sowas herstellen kann, meldet euch. Dafür ist dieser Stammtisch da. Hier kann jeder irgendetwas beitragen zu Cobra 11. Jeder kann darüber sprechen. Die Negativleute nicht, weil das bringt nichts. Wer das nicht mag, mag es nicht. Und ich darf ehrlich sagen, ich lebe in einer negativen Welt. Egal, was ich anfasse, die Leute mögen es nicht, weil Cobra 11, guck ich nicht, guck keine RTL. Couch Potatoes für. Ist halt so, ich muss sie dann immer irgendwie durch DVDs oder Blu-Rays an irgendein Thema heranführen. Das ist halt im Filmclub, beim WDFA kann das schon mal passieren. Das sind alles Filmautoren, die ihre eigene Dramaturgie. Ich habe auch Lust, irgendwie so einen 3-minütigen Film zu machen mit viel Action, 20 Minuten Film zu machen mit viel Action. Ob das dann ankommt, weiß ich nicht. Wir sind sehr konservative Leute, die das sehen. Die sitzen auch vom WDR da, sind auch schwer konservativ und sagen dann, der Film ist okay oder nicht okay. Und wenn ich dann großes Glück habe, bekomme ich keinen Oscar, aber einen Willi. So, im BDFA, ja, Bund Deutscher Filmautoren.